Guten Morgen, oder sollte ich vielleicht eher sagen guten Mittag, denn wir haben schon 12 Uhr und ich bin gerade im Wald unterwegs. Ich habe mir gedacht, obwohl es nicht die typische Uhrzeit ist, um in den Wald zu gehen, versuche ich einfach mal eine schöne Komposition zu finden und nehme euch mit auf diese kleine Tour hier in den Wald. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es natürlich so, dass zur Mittagszeit nicht gerade die spannendste Zeit ist, um in den Wald zu gehen. Das liegt unter anderem daran, dass die Sonne sehr hoch steht und daher ich, wenn ich denn überhaupt Sonnenlicht habe, ich relativ harte Schatten und relativ hartes Sonnenlicht habe. Jetzt ist es heute allerdings ein wenig bewölkt. Was für mich den Vorteil bringt, dass ich hier wechselnde Lichtspiele habe, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Sonne. Daran kann ich mich sehr gut ausprobieren und versuchen, eine schöne Komposition zu finden. Ich gehe gerne auch mittags in den Wald. Ich kann so nämlich schon interessante Motive suchen, wie alte Bäume, knorrige Bäume, die ich dann wieder besuche, wenn die Wetterbedingungen vielleicht etwas besser sind. Wenn ich also kein schönes Motiv finde, wenn ich mittags in den Wald gehe, keine schöne Komposition finde, dann mache ich daraus einfach ein kleines Location Scouting für eine bessere Zeit, für bessere Wetterbedingungen. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist einfach mal den Geräuschen im Wald zu lauschen. Manchmal hört man Tiere, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, oder man kann einfach den Wald auf sich wirken lassen, um so die Stimmung des Waldes dann auch in seinen Bildern ein wenig besser einfangen zu lassen. Von mir war es das auch von heute dann wieder. Wenn dir dieser kleine Ausflug in den Wald gefallen hat, dann lass mir doch gerne einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann lass mir gerne dazu einen Kommentar da. Da freue ich mich sehr drüber. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst, vollkommen kostenlos natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, um den letzten Feinschliff für meinen Kalender zu machen. Denn dann wird mein neuer Waldkalender 2021 veröffentlicht. Den Link dazu findest du unterhalb von diesem Video, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos sollte der Kalender dann auch schon bei mir auf der Homepage zu finden sein. Wer diesen kaufen will, kann ihn dann dort gerne kaufen. Er wird in kleiner Stückzahl produziert und ich freue mich über jeden, der mich und meine Arbeit damit ein wenig unterstützt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Fotografieren.